Oh, zusammen. Ich bin der Sven Zinserling. Ich komme aus Hanau bei Frankfurt. Bin 47 und naja, dank meiner Mama, die hat eine Schönheitsfarm, sehe ich natürlich auch jünger aus. Ich, ganz ehrlich, ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Wie ihr an meiner Vita seht, ich habe schon sehr viel gedreht oder besser gesagt, ich durfte schon viel drehen. In Frankfurt mache ich halt auch einen Fall für zwei, Staatsanwalt, Taunus-Krimi. Habe jetzt schon ein paar Werbedrehs drehen dürfen für Lufthansa, Deutsche Post. Jetzt demnächst für die TUI und für VW. Hab in vielen Rollen natürlich meistens den Bad Boy gespielt, was ich immer sehr interessant fand. Hab im letzten Dreh war für Filmpool, da war ich ein besorgter Vater, der dann ermittelt hat und rausgefunden hat, dass seine Tochter eine Prostituierte ist, ist dagegen vorgegangen, hat sie dann auch dementsprechend gerettet. Ich habe die letzten 18 Jahre im Ausland gelebt, Bali, Miami, Spanien, Thailand. Bin dort Tauchlehrer gewesen, bin jetzt seit 4 Jahren wieder in Deutschland, arbeite seit 4 Jahren, sagen wir, kann man sagen, fürs Fernsehen oder ich drehe fürs Fernsehen oder ich sage mal ganz gerne, ich darf fürs Fernsehen drehen. Bin sehr spontan, liebe es zu improvisieren. Wie ihr merkt, ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich kann Hessisch babbeln, ich kann aber auch sehr gut Hochdeutsch sprechen, gar kein Problem für mich. Und ich liebe es, vor der Kamera zu improvisieren. Ich kann natürlich auch noch nach Drehbuch drehen. Was ich auch schon öfter gemacht habe, auch für Konstantin schon. Und ich bin auch sehr wandelbar. Das werde ich euch dann gleich mal beweisen. So, ein bisschen wandelbar. Das heißt, eben war ich noch der kleine süße Lockenkopf. Jetzt kann ich natürlich auch so ein bisschen den kleinen Feminin spielen. Mit kleinen Löckchen an der Seite. Man sieht, also ich kann mich auch wandeln. Ja, ich habe 2 Jahre oder nicht ganz 2 Jahre in Irland gearbeitet als Bodyguard und Limousinenfahrer. Durfte dort auch eine Waffe tragen. Nein, ich habe keinen Waffenschein, aber das war in Irland nicht so wichtig. Dann habe ich hier in Hanau einen sehr guten Freund, für den arbeite ich seit 1 Jahr nebenbei als Ermittler. Der hat eine Druckerei, eine sehr große und gut gehende. Dort hat er sehr oft säumige Kunden. Meine Aufgabe ist es dort, die Kunden auswendig zu machen, das heißt die neuen Adressen, Firmenadressen rauszufinden, auch zu observieren, wo sie hinfahren, gucken, ob sie Geld haben. Weil einfach an der Tür klingeln und sagen, hier, ich krieg noch Geld von Ihnen, das bringt immer nicht sehr viel, weil dann stehen sie dann da und sagen, ich habe kein Geld. Also, observieren, nachfahren, das mache ich jetzt schon seit über 1 Jahr. Bin eigentlich auch ganz erfolgreich damit. Es macht mir mega Spaß. Und naja, ihr merkt ja nun ein bisschen, wie ich bin. Ich zeige euch nochmal eine ganz andere Seite noch. Okay? So, das ist dann die dritte Variante, die mir jetzt eingefallen ist. Also ich bin, wie man sieht, sehr wandelbar. Das waren jetzt drei verschiedene Möglichkeiten. Mit Klamotten kann man natürlich noch viel mehr machen. Ja, was soll ich noch groß sagen? Ich bin nicht auf den Mund gefallen, ich bin sehr willensstark. Ich habe gerade 10 Kilo abgenommen, rauche seit über 1/2 Jahr nicht mehr. Und ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Ich improvisiere mein Leben gerne. Ich bin nicht auf den Mund gefallen. Und ich würde mich mega freuen, von euch zu hören. Ich hatte schon mal ein ganz tolles Casting bei Good Times. Da war ich in der Auswahl der letzten 8 als Detektiv. Die waren mega begeistert von mir. Nur leider haben sie sich dann, oder besser gesagt Sat.1, für die ganz Jungen entschieden. Also die waren um die 22 bis 24. Na gut, das Alter kann ich dann wirklich nicht mehr spielen. Ich würde mich also mega freuen, von euch zu hören. Ich hoffe, ihr seid begeistert von mir. Hier war der Seven aus Hanau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, danke fürs Zuhören.